Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Reihe Filmreviews mit dem lieben Tobias, oder wie meine Fans mich auch nennen, Heavy Steel. nach wie vor nennt dich niemand so. Außer vielleicht Dankt. Christoph, dem würde ich es zutrauen. Ich beharre auf diesen Spitznamen. Wir sind hier seit Mittwoch so ein bisschen aufeinander hockend und haben diverse Filme gesehen, über die wir ein wenig reden wollen. Und den Anfang machen wir mit einem Film, den mir Tobias geschenkt hat, und das ist Kingsman: The Secret Service. Versuche ihn mal zu beschreiben. Kingsman des Secret Service. Also, wie soll ich es beschreiben? So eine Art wirklich guter Bond mit Matrix-Szenen auf Speed. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja gut, sagen wir mal nicht Bond, sondern allgemein Agentenfilm, obwohl es schon dieses Britische hat. Das Ja, stimmt es schon. liegt schon auf diese Agenten-Klischees, also diese Bond-Klischees großen Wert, aber angenehm Wert. Ja. Es handelt, bei den Kingsmen handelt es sich um eine noch geheimere Kein Pulse. Geheimpolizei, die international tätig ist und die ursprünglich mal Schneider waren für die wichtigsten Leute Englands. Ja, jetzt haben sie ein neues Geschäftsfeld. Jetzt haben sie, Obwohl sie immer noch schneller sind. sie sind immer noch Schneider, aber sie haben auch ein neues Geschäftsfeld, genau. Und es kommt relativ am Anfang einer um und dementsprechend muss natürlich ein neues Mitglied gesucht werden. Man bekommt diese ganze Ausbildung mit und nebenbei noch eine Story, wie ein Lispelnder Samuel Jackson versucht, die Weltherrschaft zu übernehmen. Ja, mehr oder weniger. Also eigentlich will die Welt bloß quasi Retten, retten vor säubern. Überbevölkerung, so ein bisschen so. Das ist eine sehr, sehr krude Idee, aber die Art und Weise, wie er es macht, ist lustig. Ja, das ist allgemein sehr interessant und es ist einer der coolsten Actionfilme, nicht besten, weil die besten Actionfilme sind die beiden Teile von The Raid. Würde ich auch noch sagen, ja. Ja, aber so relativ kurz danach würde tatsächlich dieser Film kommen und speziell, Die Kirche, nennen wir es einfach nur die Kirche. er nennt es einfach nur die Kirche, speziell, wie heißt das? Hart? Wie war der Vorname? Wir sind wir super vorbereitet, ne? Ja, Hart wie. ist also sozusagen der Ältere von der Agenten, der den Jüngeren ausbildet. Also er heißt Hart auf jeden Fall mit Ja, Nachnamen. und die haben halt alle wieder mal Ritter der König, der Tafelrunde, und das ist Galahad. Und ja, Ah, so ist der Chef, versteht Galahad sich. ist ein absoluter Gentleman. Und neben Samuel Jackson, den wir ja schon erwähnt haben, ist natürlich aus irgendeinem Grund mal wieder Michael Caine dabei, wie in jedem Film, der in Großbritannien spielt. Ja, ohne Megan King geht's nicht. Und allgemein ist die Besetzung eigentlich ziemlich durch die Bank weg gut. Im Grunde ist das so Michael Caine, so eine Art weißer Samuel L. Jackson, Könnte man so sehen, oder ein oder? weißer Morgan Freeman, ich bin mir nicht sicher. Zu Aber beiden. eigentlich beides, aber ich meine, ob Samuel Jackson oder Morgan Freeman, das macht eigentlich auch keinen so großen Aber Unterschied, wahrscheinlich ein ne? besserer Weiß. Wahrscheinlich besser, ja. Weil Ah, dieser Rassenwitz wurde gerade nicht ab. begriffen. Ach so, meinst du das? Ach, Arsch. Nee, aber ich muss sagen, Michael Caine sich eigentlich immer gerne, auch wenn er sich auf Mentor- und Fieslingsrollen spezialisiert, aber es kann er halt einfach so gut. Ja, definitiv. Also gegen Michael Caine kann man gar nichts sagen. Auch in diesem Film mal wieder nicht. Jo. Und wir können ja nur ganz kurz, wie gesagt, es soll ein neues Mitglied gesucht werden und im Rahmen dieser Handlung steht die Hauptfigur Exi. Name ist wirklich dämlich. Also es ist ein britisches Unterschicht-Balk, sage ich mal, was quasi in diesem Megageheim jetzt aufgenommen werden soll. Also man hat sowas in der Form schon viele Mal gesehen, muss man sagen. Aber es macht sehr viel Spaß, weil Kingsman das auf eine sehr innovative Weise erzählt. Das ist einfach schön zu beobachten, Ja, sage ich und vor mal. allem die Wandlung der Figur, auch wenn er sich den Charakter relativ gut beibehält, aber die Wandlung der Figur, die Professionalität der Figur, wie man da sieht, wie das gesteigert wird, ist sehr cool. Das stimmt, das stimmt. Also Kingsman ist, also man kennt es irgendwie schon, muss man sagen. Es ist sagen, keine Erfindung des Rades, ne? Aber es macht Spaß, weil es so ist, wie es ist. Also es ist ein sehr, sehr Ich überdrehter würde Actionfilm. es ein bisschen mit The Cabin in the Woods vergleichen. So ein bisschen altbekanntes plus total durchgeknallten Scheiß, den sie einfach In reinwerfen. einem Boss, ja, das ist Kingsman. Also er macht auf jeden Fall, um es kurz zu machen, sehr viel Spaß, ohne Frage. Ganz genau. Und ich würde sagen, das reicht auch zu dem Film. Wir teilen das diesmal mal in mehrere Videos, damit ich einfach so ein bisschen was über die nächsten Wochen zusätzlich für euch habe. Dementsprechend hören wir uns in der nächsten Folge wieder mit Below, ein Film, Oh, den niemand kennt. oh, Mick, eine Frage stellt sich mir noch. Warum redest du eigentlich davon von euch? Das würde voraussetzen, dass wir mehr als einen Zuhörer hätten. Ja, ab und an. Sehr schön.